Wenn jemand behauptet, dass er noch nie Angst gehabt hat, dann gibt er schrecklich an. Natürlich kennt jeder dieses Gefühl. Man kann einfach nichts dagegen tun. Die Angst ist da und sie ist abscheulich. Statt dass nun alle Menschen froh sind, wenn es keinen Grund zur Angst gibt, gibt es immer wieder Leute, die Spaß daran haben, anderen Angst zu machen. Zu diesen Leuten gehören auch der Flori und der Michel und in dieser Geschichte der Pumuckl, wenn man einen Kobold zu den Leuten rechnen darf. Also, da hat doch der Pumuckl ein Gespräch angehört, ganz zufällig, weil es im Hof geführt wurde, bei dem der Michel zum Flori gesagt hat. Der Engel, der zeigt mir's, weil sie gar sagen gibt, was sie alles macht und kann. Ja, aber wenn wir was machen, dann verrät sie uns. Wie wir neulich vom Hausmeister davongelaufen sind. Da hat sie doch behauptet, wir wären feige. Sie tät nie vor jemand davonlaufen. Und mich hat's ausgelacht, bloß weil ich zusammengezuckt bin, wie ein Düsenjäger durch die Schallmauer ist. Was? Ja, wie eine Explosion hat's getan, aber sie ist genauso erschrocken wie ich. Aber was hat's gesagt? Hast wohl schwache Nerven, was? So eine blöde Ziege. Die Inge, die hat's notwendig, dass man sie mal richtig klein kriegt. Solche Angst soll sie haben, dass ihr mal alle Sprüche vergehen. Das wäre gesund. Und dann haben sich die beiden etwas ausgedacht, womit sie hofften, die Inge klein zu kriegen. Sie wollten sich im Keller verstecken und unheimliche Geräusche machen, wenn die Inge wie üblich zum Kohlenholen kam. Und zu guter Letzt wollten sie Floris Katze so loslassen, dass sie ihr zwischen die Beine laufen sollte. Wenn die Inge dann recht aufschreien würde, dann wollten sie sie kräftig auslachen. Dieser Plan mit dem Geräusche machen und jemand foppen gefiel dem Pumuckl ungemein. Und er beschloss, bei diesem Spaß dabei zu sein. Er wollte die allerunheimlichsten Geräusche machen. Er sauste nach Hause und begann gleich zu üben. Hey Pumuckl, was machst denn? Ich übe. Geh zu, da kriegt man eine Gänsehaut. Kriegt man eine Gänsehaut? Oh, das ist aber schön. Geh her doch auf. Nein, ich höre nicht auf. Weil nämlich ich bin ein Gänsehautmacher. Na, du Jawohl. Bist eine Nervensäge. Ach du hast wohl schwache Nerven, was? Wo hast du den Satz wieder gehört? Das hat die Inge zu den Buben gesagt. Und weil sie das gesagt hat und weil sie überhaupt viele Sprüche gesagt hat, so, da soll sie jetzt ganz klein gekriegt werden. Mhm. Und wie ist das, wenn du das zu mir sagst? Ja, ich bin ja schon klein. Ich bin ja schon kleiner, kriegt man mich ja gar nicht mehr. Aber wenn ich dann so... Ja, was sollen denn die kreislichen Töne bei der Geschichte? Das ist doch für die Inge zum Angst machen. Weißt du, im Keller, wenn sie Kohlen holt. Ja, aber die Inge hat dir doch gar nichts getan. Ja, aber vielleicht tut sie mir mal was. Und das ist dann so, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn sie mal vorher tüchtig Angst gekriegt hat. Geh zu, das ist doch ein Schmarrn. Nein, das ist kein Schmarrn, das ist ein Spaß. Ich helfe dem Flori und dem Michel, wenn sie Angst machen. Und da mache ich dann immer Wuhu. Ja, nichts wird da Huhu gemacht, verstanden? Man macht niemand Angst und man schreckt auch niemand wirklich absichtlich. Ja, und schon wird Hui gemacht, weil nämlich die Inge viel zu wenig erschrickt. Weißt du, die erschrickt ja nicht mal, wenn irgend so ein Jäger durch die Mauer schießt, dass sie explodiert. Und dann nicht mal da erschrickt sie, wenn es explodiert. Ein Jäger schießt doch nicht durch die Mauer. Aber explodiert. Was soll denn? Anna auch nicht. Was soll denn das jetzt wieder sein? Das weiß ich auch nicht, aber es heißt explodiert. Und das ist ja auch ganz egal. Ich mache jetzt einfach... Wuhu! Kriegst du jetzt eine Gänsehaut? Nein, aber die Ohren tun mir allmählich weh. Ach, deine Ohren. Kriegen deine Ohren Bollen? Na. Schade, das wäre nämlich sehr gesund, wenn man Bollen kriegt, die... Wuhu! Jetzt höre mal endlich auf damit. Ich kann das nicht mehr hören, da herin. Na gut. Ich eben draußen, das heißt droben, weißt du, in der Stube, bis 6 Uhr. Und bis dahin, da weiß ich dann so viele Töne, dass es im Keller einen großen, gesunden Erschreckensspaß für die Inge gibt. Halt! Halt! Da bleibst! Au! Lass mich los!
Aus der Erschreckerei wird nichts, verstanden? Doch, aus der Erschreckerei wird was Lustiges, was Kobolds. Kommt gar nicht in Frage. Lass die Kinder ihren Unsinn allein miteinander ausmachen. Die sind ja ganz allein. Ich bin doch unsichtbar. Du, muss ich dich einsperren? Nein. Das musst du nicht. Sowas muss man überhaupt nie. Nur wenn du mir versprichst, dass du die Leute nicht erschreckst. Ich erschrecke ja keine Leute. Auch nicht die Inge. Lass mich jetzt aus. Nein, nicht bevor du sagst, dass du bei dem Unsinn nicht mitmachst. Gut, dann sage ich eben, dass ich nicht mitmache. Schön, nachher hau ab. Wuhu! Ich mache nicht mit, ich mache vor und ich mache nach. Schreck, blum, Trommel. Meister Eder hatte an diesem Tag so viel zu tun, dass er es vorzog, den Pumuckl laufen zu lassen. Und da er wusste, dass der Kobold die Uhr nicht lesen konnte, hoffte er, dass der kleine Kerl auch nicht wissen würde, wann es 6 Uhr ist. Und damit war wahrscheinlich das ganze Problem gelöst. Er arbeitete weiter und vergaß zunächst diese Geschichte wieder. Erst als er Feierabend machte und in die Wohnung raufging und dort nirgends einen Pumuckl fand, ist ihm die Angelegenheit wieder eingefallen. Pumuckl, geh zu, versteck dich nicht. Heute gibt's deine Lieblingsspeis. Pumuckl! Der wird doch nicht. Was hat er gesagt? Im Keller? Im Keller vom Vorderhaus wahrscheinlich. Das ist besser, ich schau mal nach. So ein Kobold hält einen aber auch dauernd in Trab. Oh mei, was tut man nicht alles auf seine alten Tag? Eben weil der Pumuckl nicht genau wusste, wann es 6 Uhr ist, saß er vorsichtshalber schon eine ganze Weile im Keller, und zwar auf einer großen Pappschachtel, in der wohl ein Kühlschrank verpackt gewesen war und die jetzt zum Abholen oder Verbrennen in der hinteren Ecke des Kellers stand. Dort entdeckte ihn auch der Meister Eder. Hab ich mir's doch gedacht. Hast du mir nicht versprochen? Nein, ich habe gar nichts versprochen. Ich habe bloß was gesagt. Ja, dass du die Inge nicht erschreckst. Aber die erschrickt ja vielleicht auch gar nicht. Komm, du jetzt nicht Wort glauben, du kommst jetzt auf der Stelle mit mir heim. Nein! Du machst ja sonst den ganzen schönen Kobold-Spaß kaputt. Pumuckl, ich sag's nicht noch einmal. Machen ist ja nichts Böses, weißt du, ich will ja bloß... Du wirst gar nichts. Doch, ich will. Au, lass mich aus. Wenn's nicht freiwillig mitkommst, nachher so. Psst, das ist die Inge. Die Mama. Tu die Hand von meinem Mund weg. Bist nicht gleich stark. Nein, ich beiß dich in die Hand. Au! Gut, dann stopfe ich dich in die Kisten rein. Groß genug ist sie ja. Lass mich aus der Kiste nur noch aus! Ich mach noch viel lauter! Hast mich gehabt, Pumuckl. Der Keller von der Inge ist am anderen End. Die hört dich gar nicht. Außerdem singt selber so laut. Viel Spaß, Pumuckl. Ich gehe jetzt heim und lass dich da. Ihr könnt euch vorstellen, wie wütend der Pumuckl in der dunklen Kiste in dem vielen Packpapier herumtobte. Von außen hörte es sich an, als wären 20 Mäuse dort eingesperrt. Die Inge hörte von all dem nichts. Sie singt nämlich immer laut, wenn sie in den Keller geht. Sie singt ganz einfach, um sich Mut zu machen. Der Meister Eder hatte natürlich nicht vor, heimzugehen und seinen Pumuckl lang in der Kiste zu lassen. Nur gerade so lange sollte er drinbleiben, bis die Inge ihre Kohlen geholt hatte. Und damit das Mädchen nicht doch noch erschrecken sollte, beschloss Meister Eder, sich mit der Inge zu unterhalten. Er rief also schon von Weitem: Inge, bist du das, die da so schön singt? Ja. Ach, Sie sind's, Herr Eder. Ja, holst Kohlen? Ja, ich hab's gleich. Ist das jetzt nicht so schwer? Ach wo, ich kann ja auch zweimal gehen. Und fürchten tust dich nicht da herunten. Vor wem denn? Ja, tapfer. Was tut denn da so? Das kommt von der Straße rein. Das ist bestimmt der Michel. Der will mich immer erschrecken. Der meint, ich bin so blöd und falle auf sowas rein. Recht hast. Böse Menschen machen bekanntlich nicht erst Huh, bevor sie auftauchen. Huh, Michel, huh. Das kann ich auch. So ein Depp. Mittags ist er mit dem Flori zusammengestanden und hat getuschelt. Das habe ich vom Fenster aus genau gesehen. Ja, was haben die denn gegen dich?
Ach, ich habe sie erwischt, wie sie recht feig waren. Ach so. Und jetzt haben die einfach eine Wut auf mich. Mhm. Aber ich fürchte mich nicht vor denen. Recht hast, Inge. So, und jetzt lass dich nicht mehr aufhalten. Bring deine Kohlen auf. Ja, auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Inge. Meister Eder wartete, bis Inge wieder droben war und ging dann zurück, um seinen Pumuckl aus der Kiste zu holen. So, das hätten wir. Aus ist mit der Sautum in der Schreckerei. Was ist, Pumuckl? Magst du wieder raus aus der Kiste? Die Inge ist fort. Oh, du bist böse! Du verdirbst mir jeden Spaß! Ich mag dich überhaupt nicht mehr! Jemand erschrecken ist kein Spaß, Pumuckl. Ich lass dich nur raus, wenn du Einsicht hast. Ich habe überhaupt keine Sicht. Ich habe kein Ein- und keine Aussicht, weil es hier drinnen so dunkel ist. Du weißt genau, was ich meine. Ich will hier raus. Ich will Lass dich nur raus, wenn du schön mit mir heimgehst. Heimgehen ist überhaupt nicht schön. Aber die Inge ist doch schon weg. Und der Michel und der Flori kommen überhaupt nicht. Flori, halt ja die Katze fest. Erst loslassen, wenn die Inge an die dunkle Stelle kommt. Verstecken wir uns hinter dem Eck da. Da sieht's uns nicht. Mei, wird die schreien, wenn ihr die Katze zwischen die Füße springt. Jetzt sind die Lausbuben schon da. Sind sie da? Lass mich raus! Nein, das geht jetzt gerade nicht. Ist da wer im Keller? Meldet euch nur, Flori und Michel. Ich habe euch schon gesehen. Ach, sie sind ja da. Mei, fast hätte ich vor Schreck die Katze fallen lassen. Ja, was wolltest du denn mit der Katze da? Ach, nichts. Vielleicht sind Mäuse da herunten und da haben wir gedacht... Ja, die Katze soll da unten die Mäuse fangen. Ah, so, ja. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ach, dann sind es Mäus, was da hinten in der Kiste raschelt. Mäus? Da hinten? Ja, vielleicht ist sogar eine Ratte, so heftig raschelt es. Ich höre aber nichts. Ja, gerade ist still, aber die Ratte, die wird sich schon wieder rühren. Pfui, Teufel, eine Ratte. Ja, da hast recht. Das ist ein greisliches Viech. Geht's lieber gleich wieder aus dem Keller raus? Nein, wir müssen noch etwas anderes tun im Keller. So. Was denn? Was raufholen. Mhm. Herr Eder, der Kater verjagt doch die Ratte, oder? Ja, ich tät mich nicht darauf verlassen. Aber Ratten gehen doch nicht einfach auf Menschen los, oder? Doch, die sind oft recht angriffslustig. Mensch, Michel! Geh zu, der Herr Eder will uns doch bloß Angst machen. Nein, im Gegenteil. Ich will bloß, dass ihr nicht erschreckt, wenn da herunten was komisch tut. Das ist nämlich gar nicht schön, wenn man erschreckt. Wir erschrecken schon nicht, Herr Eder. Bittchen, ich hab euch gewarnt. Ich lasse euch jetzt mit dem Ratzen allein. Das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, das kennt's ja, oder? Ja, und ich gehe jetzt. Wie hat der Herr Eder jetzt das gemeint, Michel? Weiß ich nicht. Hoffentlich müssen wir nicht lang auf Dinge warten. Ich mag Ratten nicht. Ich auch nicht. Soll ich die Katz loslassen? Nein, nein. Nachher können wir ja die Inge nicht mehr damit erschrecken. Die muss doch jeden Augenblick kommen. Michel, Michel! Hörst du es? Da raschelt doch was. Da, da bei der Kiste muss sein. Tatsächlich. Der Eder hat doch recht gehabt mit der Ratte. Michel, schnell, lauf mal! Hast du den Kater auch rausgelassen? Ja, der soll die Ratte fressen, aber ohne mich. Komm! Eine Ratte, voll Teufel. Da rannten die beiden Helden aus dem Keller, so schnell sie nur konnten. Die Katze aber hockte in geduckter Raubtierstellung vor der Pappkiste, aus der er so verheißungsvoll raschelte. Der Pumuckl hatte seinen Gespensterton eigentlich nur aus Trotz losgelassen, weil er schließlich lang genug geübt hatte. Für das Rascheln konnte er nichts, denn der Haufen Packpapier und Holzwolle raschelte von allein, wenn er sich nur ein bisschen bewegte. Und jetzt bewegte er sich heftig, denn er versuchte, aus seinem Gefängnis herauszukommen. Das war nicht ganz einfach, denn wie gesagt, es war eine hohe Kiste, in der einmal ein ganzer Kühlschrank Platz gehabt hatte. Der Pumuckl musste also springen und dabei versuchen, den Deckel über seinem Kopf aufzuklappen. Dieses Bumsen gegen den Kistendeckel aber war verhängnisvoll, denn es veranlasste die Katze, auf eben diesen Deckel zu springen. Der Deckel bog sich unter ihrem Gewicht und zu seinem Entsetzen sah der Pumuckl plötzlich über sich zwei Katzenpfoten am nach unten gebogenen Deckelrand und zwei funkelnde Augen, die durch den Spalt in die Kiste starrten. Eine Katze, auf dem Deckel. Wenn der Deckel sich jetzt noch mehr biegt, dann sitze ich mit der Kitze in der Kaste, mit der Katze in der Kiste. Ich bin keine Maus, hörst du? Ich bin kein bisschen eine Maus. Ich bin ein Hund, jawohl, ich bin ein riesiger Hund. Wow, 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 wow. Wenn du meinst, dass du mich fressen kannst, dann irrst du dich.
vor gar nichts. Du musst dich doch fürchten. Du, ich verspreche dir, dass ich dir nichts tue, wenn du mir auch nichts tust. Liebe Katze, es ist für dich gar kein Spaß, wenn du reinkommst. Bitte, geh weg. Ich bin nämlich gar nicht da. Ich bin doch ganz unsichtbar. Und was Unsichtbares versehentlich aufzufressen, das macht ja überhaupt nichts satt. Glaub es mir, bitte, da kriegst du ja nur noch mehr Hunger. Die Katze glaubte nichts. Sie blieb auf der Kiste sitzen und der Pumuckl verkroch sich unter das unterste Packpapier. Er war so klein, wie er es eigentlich der Inge gewünscht hatte. Währenddessen standen die Buben im Hof und wussten nicht, was sie jetzt tun sollten. Der Flori wollte seine Katze wieder haben, aber in den Keller traute sich keiner von beiden mehr. Wie sie so dastanden, kam die Inge daher. Habt ihr gemeint, dass ich mich fürchte? Mei! Mit eurem Hihi und Huhu könnt ihr da mal Kindergartenkinder erschrecken. Wir haben doch nicht Hihi und Huhu gemacht. Du spinnst ja, Inge. Könntest es ruhig ableugnen. Was ich gehört habe, habe ich gehört. Gehst du jetzt in den Keller? Na, ich gehe zu meiner Freundin. Schade. Hast du schon Kohlen geholt? Ja. Was? Hast du denn heute keine Klavierstunde gehabt? Doch, aber ich habe mich geschickt, weil ich noch zu meiner Freundin möchte. Und du gehst heute nicht mehr in den Keller? Was habt's denn bloß? Warum soll ich denn unbedingt in den Keller? Weil eine Ratte drunten ist. Ja, und der schwarze Mann und 3 Räuber und 4 Hexen. Nein, im Ernst, Inge. Der Flori hat schon seine Katze auf die Ratte losgelassen. Und? Hat sie es erwischt? Das wissen wir nicht. Dann schaut's halt nach. Nein, pfui Teufel. Mei, seid ihr feig. Du kannst leicht feig sagen, aber selber traust du dich auch nicht in den Keller. Ich war ja im Keller. Ich hab mich nicht gefürchtet. Aber bloß weil du nicht gewusst hast, dass eine Ratte drunter ist. Wenn's das gewusst hättest, nie hättest du die Kohlen raufgebracht. Freilich hätte ich. Dann geh doch jetzt noch einmal runter. Würde ich ja, aber ich muss zu meiner Freundin. Das ist eine Ausrede. Das ist keine Ausrede. Und was du für eine Angst hast. Vor Ratten fürchte ich mich überhaupt nicht. Mit dem Mund. Ihr rennt ja immer gleich davon, ich nicht. Wenn du die Ratte rascheln hörst, rennst du auch. Wetten? Was wetten wir denn? Kriegst du 50er, wenn du runter gehst und meine Katze raufholst. Die ist mir nämlich drunter ausgekommen. Vielleicht frisst die gerade die Ratte. Sei still, das kann ich nicht hören. Ich sag's ja, der Flori hat schwache Nerven. Michel, gehst mit, wenn ich runtergehe? Oder fürchtest du dich noch mehr wie der Flori? Gehst du wirklich, Inge? Klar, wenn ich die 50 Pfennig krieg. Die kriegst du aber bloß, wenn du meine Katze mitbringst. Also los. Die Inge hätte um nichts in der Welt zugegeben, dass sie auch Angst hatte. Aber sie ist, während der Flori oben an der Kellertreppe stehen blieb, tatsächlich die Treppen hinuntergegangen. Der Michel hinterdrein. In Respekt vor der Entfernung von der Kiste blieben sie stehen. Da, Michel, da sitzt ja die Katz. Direkt auf der Kiste lauert sie. Da muss die Ratte drin sein. Traust du dich hin, Inge? Vielleicht kommt die Katz her. Mietz, Mietzeli, komm, Mietz. Die kommt nicht. Da musst du schon hingehen. Na komm schon, Mietzeli. Lass die dumme Ratte. Komm, Mietz, komm. Ui, hast du es gehört? Ja, so hat es vorhin auch schon getan. Das muss ein riesiges Viech sein. Wenn ich da die Katze wegtue, springt das Vieh vielleicht raus. Lass lieber die Katze sitzen. Der Herr Eder hat gesagt, Ratten gehen auf Menschen los. Michel, ich brauche die 50 Pfennig gar nicht. Du, und wenn wir den Hausmeister holen? Ja, das ist gut. Der soll die Ratte erschlagen. Oder gleich die ganze Kiste mit der Ratte verbrennen. Flori! Ja, was ist? Hol schnell den Hausmeister! Ab geht's, Katz! Nein, die muss die Ratte bewachen, bis der Hausmeister kommt. Ich hol ihn! Ich bin gleich wieder da! Die Inge und der Michel starrten auf die Katze und die Katze starrte in die Kiste und der Pumuckl, ja, der war ganz und gar erstarrt. Nicht einmal mehr Hu und Hi konnte er machen. In seinem Kopf schwirrten 1000 Gedanken. Erschlagen und verbrennen und von der Katze dazu auch noch gefressen werden. Nein, ich muss da raus. Ich bin doch keine Ratte. Ich bin doch der Pumuckl. Was tue ich nur? Was tue ich nur, lieber Meister Eder? Komm doch und mach den Deckel auf und verjage die Katze. Bitte. Ich will ja nie mehr jemand Angst machen. Nie mehr! Mach den Deckel auf, damit ich heraushüpfen kann. Bitte! Ich bin
ja unsichtbar. Wo soll da ein Rat sein? Da hinten in der Kiste. Ja, da hinten. Aha. Also, das werden wir gleich haben. Komm, Inge, lass mich da vorbei. So. Ja. So. Wenn ich mich jetzt ganz still halte, vielleicht schaut der Hausmeister dann in die Kiste, weil er nachsehen will. Und dann springe ich hinaus und lieber Hausmeister, schau doch nach. Ja, ich sehe aber an der Kiste nirgends ein Loch, wo die Ratz sich durchbissen haben können. Aber sie ist drin. Wir haben es alle ganz deutlich rascheln hören. Ja, jetzt hört man jedenfalls nichts. Da, Flori. Ja? Da. Nimm dein Katz und jetzt... Nicht aufmachen! Die Ratte springt Ihnen sonst ins Gesicht. nein, ich mach's ja nicht auf die Kisten. Wir tragen's nur raus in den Hof, gell? Da kann das Viech sich nicht so verschlupfen wie im Keller, falls uns auskommt. Inge, hol beim Herrn Eder eine Latte. Ja, vielleicht müssen wir's da schlagen. Und ihr zwei, der Flori und der Michel... Ihr helft's mir, die Kisten austragen. Die machen nicht auf. Die tragen mich. Halt! Da fällt alles durcheinander da drinnen. Michel und Flori, halt's den Deckel gut zu. Ja, wir halten schon ganz fest zu. Ja, so ist gut. Aber irgendwann müsst ihr den Deckel aufmachen und dann, dann bin ich draußen. Und ihr könnt die liebe Luft erschlagen, jawohl. Herr Hausmeister, da kann ich aber nicht zuschauen, wenn Sie die Ratte erschlagen. Wollen Sie nicht lieber die ganze Kiste verbrennen, wie es ist? Nachher sieht man nichts. Nicht verbrennen, bitteschön. Oh, wie die herumwackeln. Jetzt gehen die wohl die Treppe rauf. Mir wird ganz schwindelig. So. Heroben hätten wir's, die Kiste schwer. Ist ja nicht, aber schlecht zum Tragen, gell? Der Herr Eder hat mir keine Latte gegeben. Er kommt gleich selber, hat er gesagt. So, kommt er gleich selber, der Herr Eder, hat er gesagt. Na, ist ja gut. Er kommt selber. Aber wenn er vergessen hat, dass ich in der Kiste bin, der vergisst ja in letzter Zeit so oft was. Lieber Meister Herr Eder, vergiss bitte deinen Kuhmuckel. Also, da soll ein Ratten drin sein. Sie haben es doch selber gesagt zu uns. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir nachschauen. Nicht aufmachen! Ja, warum denn nicht? Das Ratterl, das da drin ist, habt ihr bestimmt so verschüchtert, dass es niemand mehr was tut. Aber Herr Eder, Sie können doch die Ratte nicht mit den Händen fangen. Freilich, wenn eine drin ist, fang es. Und nimm's mit in meine Werkstatt. Ja, aber Herr Eder, graust Ihnen den vor gar nichts. Na, vor dem Viech nicht. Also, Deckel auf! Ja, da ist ja gar nichts drin. Schade. Aber Sie haben doch selber gehört, dass da drin was geraschelt hat. Nein, ich hab ganz was anderes gehört. Was denn? Dass ihr die Inge erschrecken wollt im Keller. Hoffentlich habt ihr jetzt selber gemerkt, wie angenehm das ist, wenn man erschrickt. Wir tun's nimmer, Herr Eder. Also, Herr Eder, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ein bisschen ein Bären habe ich den ja aufgebunden. Also, ja. Sollen wir jetzt die Kisten wieder in den Keller runtertragen? Nein, die stellen wir, bis die Müllabfuhr kommt, da in den Hof hinter, als Warnung. Und wenn wieder jemand einen erschrecken will, dann packt man in die Kisten und verschicken ihn als Muster ohne Wert. Der Pumuckl hat das alles nicht mehr gehört. Als der Meister Eder den Deckel aufmachte, ist er mit einem gewaltigen Satz in die Werkstatt gesprungen. Und da hat er sich dann aufatmend auf die Hobelbank gesetzt. Als Herr Eder hereinkam, hat der Pumuckl recht verlegen dreingeschaut, und wie der Schreinermeister den Mund aufmachte, um etwas zu sagen, hat der Pumuckl gleich beide Ohren zugehalten. Bitte nichts sagen. Ich weiß ja alles. Ich weiß wirklich alles. Eine ganz lange Rede weiß ich, die du jetzt halten willst. Und die ganz lange Rede, die ist voller Sachen, wo du recht hast. Aber weißt du, wenn man zittert, dann kann man keine Rede hören. Und,
und ich zittere ganz schrecklich. Ich will nie mehr Angst haben und nie mehr Angst machen, weil, guck nur, meine dummen Knie, die zittern einfach ganz von alleine. Und die Einzige, der die Knie nicht gezittert haben, glaube ich, ist die Inge, der ihr das Kniezittern habt's beibringen wollen. Ja, aber, und du schimpfst gar nicht? Nein, Pumuckl, die Angst, die du ausgestanden hast, die gelangt vollkommen. Ja, die langt vollkommen. Bloß, weißt du, was mache ich jetzt mit den schönen Tönen, die ich so lange geübt habe? Die stecken doch jetzt alle hier drin in meinem Hals. Ja, die schluckst einfach runter und weg sind's. Was? Einfach so? Einfach so runterschlucken? Ja. Ohne was? Ja. Nein, ich glaube, da muss ich noch was mitschlucken. Also zum Beispiel vielleicht eine Wurst. Weißt du, von geschluckten Tönen, da wird man nämlich überhaupt nicht satt. Schaut, hättest sonst lang nichts mehr essen brauchen, oder du? Du, huhuhuhui, du. Ich huhu, die, mit huhu und hihi zittern die Knie. Doch mit höhö und hoho ist der Pumuckl froh. Ja. Das ist ein gutes Gedicht, nicht? Das ist extra von mir dafür gemacht, ja. Nur allmählich hat der Pumuckl, der vor Angst immer noch recht blass war, wieder seine normale Gesichtsfarbe bekommen. Und natürlich haben auch die Knie wieder zu zittern aufgehört. Aber die guten Vorsätze haben angehalten. Jedenfalls vorläufig.